kurzzeitig etwas bekommen, kurzzeitig Befriedigung erlangen und auf lange Sicht Befriedigung erlangen und glücklich werden, erfüllt werden. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir tendieren meistens dazu, auf diesem kurzfristigen Wege, auf diesem schnellen Wege, die schnellen Befriedigungen zu wollen und uns diese schnellen Befriedigungen herzuholen. Und das sabotiert aber unsere längerfristige Befriedigung, unser Erfülltwerden im Leben und es sabotiert quasi das Erreichen dieser längerfristigen Ziele, ganz einfach. Warum ist es so? Wir haben gelernt, diszipliniert zu sein im Erwachsenenalter. Als Kind ist man eher neugierig. Als Kind saugt man alles, was man als Erwachsener gar nicht mehr bemerkt. Das saugt man als Kind alles auf und findet es interessant und guckt es mit glänzenden Augen an und will es lernen. Und wie ein Schwamm eben will man da neue Erfahrungen sammeln. Und als Erwachsener überwiegt dann die Disziplin. Das Kind hat dieses Spontane, dieses Aufsaugende, aber hat die Disziplin nicht. Und der Erwachsene hat meistens die Disziplin, hat aber dieses Aufsaugende nicht. Jetzt ist aber meistens so, und mit Disziplin meine ich jetzt nicht die Disziplin, die dazu führt, dass man längerfristig erfüllt und glücklich ist, sondern das ist meistens eine Disziplin, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, die einem vielleicht gar nicht gefällt, oder die Disziplin, einmal die Woche sich in den Sport zu quälen. Wenn man das jetzt kombiniert mit dieser kindlichen Neugier, oder wenn man das kombinieren würde, wenn man also beides so in gleichem Maße in sich tragen würde und beides in gleichem Maße ausleben würde, dann hätte man diese Neugierde, diesen Enthusiasmus auch für die simplen Dinge, auch für die Dinge, die erstmal unbekannt und schwierig erscheinen, und gleichzeitig die Disziplin, auch mal an einem Tag, wo es nicht so läuft, was ganz natürlich ist, es dann trotzdem durchzuziehen, um diesen kleinen Huckel quasi oder dieses kleine Loch dann eben zu füllen und nicht dann da reinzufallen, sozusagen, also metaphorisch jetzt bildlich gesprochen. Das heißt, wir sollten diese zwei Ansätze kombinieren. Wir sollten mehr vom Kindlichen in unser erwachsenes, diszipliniertes Leben holen, damit wir diese Dinge, die wir durch die Disziplin durchziehen, auch wirklich gerne tun. Oder dass wir eben sehen, dass es nicht die Dinge sind, die uns neugierig werden lassen, und diese Dinge ändern und nicht einfach schnur unbewusst unser Leben dahin tümpeln, ohne eigentlich zu wissen, was wir wirklich wollen, ohne neugierig zu sein, ohne neue Möglichkeiten zu sehen. Und wenn diese zwei Dinge kombiniert werden, dann ist es auch so, dass die längerfristigen Ziele besser erreicht werden können, weil man erkennt durch die kindliche Neugierde neue Möglichkeiten, verabschiedet sich vielleicht von altem Job, von alten Mustern, von alten Strukturen, vielleicht sogar von alten Bekannten, alten Freunden, die einem nicht gut tun. Man sieht dann quasi die Welt wie ein Kind und saugt diese neuen Möglichkeiten auf und will dann da starten in diese neue Möglichkeit. Und mit der Disziplin des Erwachsenen macht man sich dann einen Plan und geht die Sache an. Jetzt ist es so, dass unsere Welt aber, wenn das jetzt so idealerweise so wäre, sehr viele Ablenkungen bereithält. Das meine ich mit diesen kurzfristigen Befriedigungen, die ich am Anfang angesprochen habe. Das heißt, wir sehen in der Werbung abends vorm Fernseher, wenn wir den Fernseher gucken, was nicht unbedingt so sinnvoll ist meistens, aber in der Werbung sehen wir dann Werbung für Pizzalieferdienst, oder in irgendwelchen Wissensmagazinen wird dann gezeigt, wie Fischstäbchen hergestellt werden, oder da wird ein großer Jumbo herangeschleppt, der dann irgendwelche super leckeren Burger in, was war, Humbuktu probiert. Das heißt, man ist mit sehr vielen ab, oder auf der Straße gibt es überall was zu essen. Überall Imbisse, schnelle Befriedigung. McDonald's, 1 Euro ein Burger, schnelle Befriedigung. Das heißt, man verfällt vielleicht auch schon in diese Lage oder in die Situation, dass man dann die schnellen Befriedigungen will,
und diese längerfristigen Befriedigungen dann ausblendet. Und durch diese kurzfristigen Befriedigungen, diese kurzen Hits quasi, immer wieder Befriedigung, 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 wie gesagt, die sind kurzfristig, erstens, weil sie schnell entschieden werden, aber zweitens, weil sie auch nur kurz anhalten. Das heißt, wir sind immer wieder in diesem, wir sind in diesem Strudel von up and down and up and down. Wir können also längerfristige Ziele, die wir uns mit unserer Disziplin erarbeiten wollen und die wir uns mit unserer Neugier, unserer kindlichen Neugier erschlossen haben, die können wir dann gar nicht mehr verfolgen, weil wir dauernd abgelenkt werden auf diesem Weg. Und es ist einfach wichtig, zu erkennen, wann es denn so ist, dass wieder diese Lust hochkommt, sich schnell zu befriedigen, sich einfach hinzuflatschen und den Fernseher anzumachen und sich einfach berieseln zu lassen, anstatt wirklich zu gucken, gibt es da zum Beispiel auf irgendeinem Doku-Kanal eine Sendung, die mich wirklich interessiert, und sich das vorzunehmen, nur diese Sendung sich anzuschauen. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, man geht in den Zoo an einem Tag und ist und saugt wie ein Kind diese neuen Erfahrungen auf und sieht den Zoo plötzlich ganz anders und bleibt vor den Zebras stehen, die einen noch nie interessiert haben, und sieht plötzlich was, was man vorher gar nicht gesehen hat, ist wirklich neugierig darauf, saugt es wie ein Kind, wie ein Schwamm auf. Und dann geht man nach Hause und dann sieht man zufällig in der Zeitschrift oder tut gezielt nach Dokumentationen in der Fernsehzeitschrift von Zebras suchen und sieht, aha, in 2 Tagen kommt eine Dokumentation über Zebras und plant sich dann, sich diese Dokumentation anzuschauen. Das heißt, diese Disziplin und diese kindliche Neugier vereinen sich dann, anstatt sich da hinzulegen und einfach sich berieseln zu lassen, weil man in ein unbewusstes Stadium versinken will und eigentlich nichts mehr wissen will und sich so gestresst von der Arbeit fühlt und kaputt ist und das Leben sowieso ungerecht ist und so weiter. Das ist der falsche Weg. Oder wenn man am Burgerladen vorbeikommt, zu wissen, was ist das langfristige Ziel, zu wissen, was einen motiviert, was einen antreibt, wo irgendwo hinzukommen und zu sagen, nein, ich spüre zwar jetzt gerade, dass es mich dahin zieht, aber bewusst werden, Schnips, Gedankenfeld umschalten von inaktiv auf aktiv und sagen, nein, ich habe mir geplant, heute was zu essen, wenn ich daheim bin, da habe ich mir gute Sachen schon im Vorhinein gekauft, da koche ich heute. Oder ich suche mir gezielt vorher irgendwelche Restaurants oder Fastfoodketten, wo ich wirklich gezielt auch etwas Gesundes essen kann. Das heißt, es ist diese Disziplin, die man sich plant. Und um überhaupt was zu planen zu haben, muss man natürlich erstmal irgendwas entdecken. Und das Entdecken von Neuem, wenn man jahrelang in diesem Muster gelebt hat, ist es schwierig, Neues zu entdecken. Da hilft es so ein bisschen, sich die Kinder anzuschauen. Wie die einfach ein ganz normal, die, das Einfachste, was wir schon lange nicht mehr betrachten und auf das wir lange schon nicht mehr aufmerksam werden, das finden die hochinteressant. Und so können wir lernen, die Welt wieder zu sehen, wieder bewusst werden. Das kann man dadurch, dass man auf seinen Atem sich konzentriert, auf nicht auf das Ziel, sondern auf den Weg zum Ziel sozusagen. Beim Spazierengehen auf die Schritte, auf die Bäume, auf die Geräusche um einen herum. Das bringt einen in dieses Bewusste und führt automatisch dazu, dass man diese kindliche, dass man diesen Schwamm entwickelt, der alles aufsaugt, und plötzlich kommen neue Ideen. Sich jetzt hinzusetzen und sagen, okay, kindliche Neugier, ich brauche Ideen, Schwamm aufsaugen, das hilft überhaupt nicht. Das bringt genau das Gegenteil, man wird dann noch verklemmter und verbissener. Man muss versuchen, bewusst zu werden, frei zu werden von diesen äußerlichen Dingen. Und dann entwickelt man diesen Schwamm, der alles aufsaugt. Und dann kommen die neuen Ideen, die man dann wieder mit der Erwachsenendisziplin umsetzen kann und daraus wirklich längerfristige Ziele entwickelt, die dann eine Motivation zugrunde gelegt haben, die nicht von diesen schnellen Befriedigungen, gestört werden kann. Das dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.